Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir einen neuen Regio Shuttle, die Baureihe 650 von Rocco aus. Das ist so ein kleiner Dieseltriebwagen, der auf Nebenstrecken eingesetzt wird. Ja, der Zug hat die Artikelnummer 78181. Ja. Dann schauen wir mal, wie der ausschaut. Bin schon sehr gespannt. Ja. Hier, Formulare, den ganzen Scheiß. Gutschein, sehr geil. Okay. Ja. So. Da ist er. Das ist so ein Triebwagen. Der hat eine Plax 22 Schnittstelle und einen 16-Bit Sound. Das ist so ein, ja, haben jetzt halt die neuen Loks, damit der Sound sich halt besser anhört. Ja, insbesondere die Diesel-Loks brauchen sowas, weil das ist halt gut, dass sie das haben. Also ich der Dieselsound dann viel besser anhört. Das sind jetzt halt so Rüstteile oder so Ersatzteile halt, die man noch dran machen kann. Mal schauen. Hier ist sogar noch ein Lokführer dabei. So ein kleines Manschgall. Finde ich ganz geil, dass die das da so mitliefern, aber braucht man jetzt eigentlich nicht. Und falls man das dann kaputt macht, also so den nicht mehr so zusammenkriegt und so, ist halt das Risiko schon sehr, sehr groß. Ich glaube, wir werden das nicht machen. Den aufmachen. Aber mal schauen. So. Gut, das war die Verpackung. Jetzt hat. Schauen wir doch mal. Schöne kleine Trägestelle hier. Okay, unser Schleife ist irgendwie so ein bisschen im Arsch. Ich hoffe, das können wir irgendwie richten. Ah, okay. Das ist einfach so gesteckt gewesen und ja, jetzt ist er wieder ganz so. Inneneinrichtung sieht schön aus, aber hier ist so ein Kasten, da wo sehr wahrscheinlich natürlich der Motor drin ist. Irgendwie muss ja der Triebwagen der Motor sein, also ist es noch verständlich. Da könnte der Sound drin sein, also der Lautsprecher. Ja, so sieht er eigentlich echt geil aus. Auch von der Länge her ist die Hälfte vom 612er, also ist es eigentlich noch okay für so einen kleinen Triebwagen. Ich hätte ihn mir kürzer vorgestellt. Aber ja. Ja, es gibt natürlich zu diesem Triebwagen nicht in diesem Video, aber in einem extra Video nochmal
wie wir den Zug fahren und die einzelnen Funktionen vorstellen. Natürlich, 16-Bit-Sound hört sich alles viel besser an. Ich habe da zwar jetzt keinen großen Unterschied zwischen den alten Loks gehört, aber so ein kleines bisschen muss man halt gut hinhören. Aber auf jeden Fall schönes Modell. Ist auch unten aus Metall, also ist schon recht schwer. Also sollte der auch gut unsere Steigung schaffen. Und dann sehen wir uns im Fahrvideo oder im nächsten Video wieder dann. Ciao.